Leute, ich begrüße euch zu einem kleinen Diskussionsvideo und zwar geht es heute um ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und zwar geht es heute quasi um OTK-Decks und quasi um Decks, die halt manchmal alles haben, aber nicht immer. Weil die Sache ist die, wir haben aktuell einige Decks, die einfach von der Banlist nicht gehittet werden sollten, so wie Lightsworn, weil die halt keine Turniere wirklich gewinnen, ja? Die sind keine Top-Meta-Decks. Die können zwar mithalten in der Meta, die gewinnen auch mal viele Spiele, aber halt nur manchmal. Und die werden halt keine YCS gewinnen wahrscheinlich. Aber die Sache ist die, trotzdem sind sie schädlich fürs Spiel. Weil die Problematik ist folgende. Stellt euch vor, ihr nehmt Teil bei einer YCS und ihr spielt 7 Runden lang, ja? Und ihr gewinnt bisher immer. Ihr habt vielleicht eine Runde mal verloren, weil der Gegner vielleicht ein bisschen besser gezogen hat, aber es war trotzdem ein spannendes Match, ihr habt verloren und es war auch alles okay so. Und ihr seid ganz zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf und dann spielt ihr auf einmal gegen Lightsworn. Und naja, der Lightsworn-Spieler hat plötzlich einfach mal alles. Und er legt euch 2 Omegas hin und nimmt euch 2 Handkarten und dann baut er noch irgendwie 4 weitere Extra-Deck-Monster und am Ende legt er noch ein Naturia-Ungeheuer hin, was immun ist gegen Raigeki. Was macht ihr dann? Ihr macht einfach mal gar nichts, ihr gebt auf, weil der Gegner hatte alles. So, und dann geht's ins Seiden. Und ihr gewinnt die 2. Runde, weil ihr dann First gehen dürft und dann könnt ihr was gegen den Lightsworn-Spieler machen. Aber in der 3. Runde fängt er wieder an. So, und was passiert jetzt, wenn er nochmal die Pflanzen-Engine zieht mit der brillanten Fusion? Ganz einfach, ihr verliert. Ihr habt keine Chance, weil der Gegner einfach so viel aufbauen kann, dass es komplett lächerlich ist, wegen Fairy Tail Snow und brillanter Fusion. Und das ist auch eine Sache, weil jetzt werdet ihr einen 2. Loss kassieren und vermutlich das Turnier verlieren. Ihr werdet nicht mal in die Tops kommen, obwohl ihr 7-mal in Folge sehr, sehr gut gespielt habt. Und naja, das ist halt nicht gerade motivationssteigernd, muss ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, dass solche Decks dem Spiel durchaus schaden auf Turnieren, weil man damit einfach random manchmal gewinnt. Und das ist halt nicht gerade toll, wenn man Decks hat, die so schlecht gebalanced sind. Weil Lightsworn ist an sich ein vollkommen faires Deck. Aber wenn du die brillante Fusion ziehst, dann eskalierst du einfach komplett plötzlich und das Deck ist auf einmal Meta, also auf jeden Fall sehr stark Meta-fähig. Und das hast du halt manchmal, aber nicht immer. Die Sache ist die, normalerweise werden nur Decks gehittet, die halt wirklich in der Meta am Start sind, die wirklich Turniere gewinnen und so weiter, ständig in den Tops sind und da werden dann irgendwelche themeninternen Karten gehittet. Aber irgendwelche Rogue-Deck-Support-Karten, wie die Lightsworn-Support-Karten, werden jetzt nicht unbedingt gehittet normalerweise, weil die halt nicht unbedingt ein Turnier gewinnen. Die toppen vielleicht auch mal mit, aber die werden jetzt nicht Platz 1 oder so und die sind halt nicht so konstant. Aber vielleicht sollten wir langsam mal dazu übergehen, auch Karten zu hitten, die theoretisch gar nicht so unfassbar unfair sind. Weil so Karten wie die brillante Fusion, die sind an sich nicht komplett unfair. Aber wenn man dann noch so Sachen hat wie Fairy Tail Snow, dann noch Raiden, dann noch sehr gute Zauberkarten von Lightsworn, dann noch die gesamte Shiranui-Engine, dann noch Minerva, dann noch den neuen Skaldeed und dann noch Thousand Blades und Invoker und alles auf einmal als Haufen spielt, dann wird auf einmal aus der einen brillanten Fusion ein gigantischer Engine-Haufen, der plötzlich Spiele gewinnt. Und das konstant relativ, aber halt nicht immer. Und das ist halt nicht gut gebalanced. Ich bin dafür, dass es nur noch Decks gibt in der Meta, die halt metafähig sind, die auch konstant eine gewisse Leistung abrufen können. Das wäre mein Wunsch, weil es ist halt einfach blöd, wenn ein Kartenspiel auf zu viel Glück basiert. Das ist das Schädlichste, was passieren kann. Konami hat zwar mit Yu-Gi-Oh! Ein Kartenspiel erschaffen und ein Kartenspiel ist auch immer ein bisschen Glück, aber ein competitives Kartenspiel muss so wenig Glück beinhalten wie möglich am besten, um wirklich gut zu sein. Weil sonst machen Turniere eigentlich relativ wenig Sinn. Weil wenn du nicht gewinnen kannst, weil du die ganze Zeit OTKs in die Fresse bekommst, dann ist das schon ein bisschen frustrierend. Weil stellt euch mal vor, ihr müsst einfach 3-mal hintereinander auf der YCS gegen Lightsworn spielen und der Gegner hat einfach alles. Dann kann es sein, dass ihr euch irgendwie 100 Stunden darauf vorbereitet habt, dieses Deck zu spielen, was ihr spielt, fehlerfrei, und ihr verliert trotzdem haushoch, weil der Gegner einfach die Dönerhand hatte. Doch jetzt kommen wir zu einer kritischen Behauptung, die ich immer wieder höre, und zwar könnte man doch jetzt einfach sagen, man hätte doch dagegen siden können. Man hätte sich doch auf dieses Board vorbereiten können. Und das ist jetzt das Problem, Leute. Wir reden heute von Rogue-Decks. Wir reden von Decks, die es nicht so oft gibt auf einem Turnier, die man aber manchmal in die Fresse bekommen kann und dann kann man gegen die einfach so verlieren, weil der Gegner alles hat, egal wie gut man gespielt hat. Und gegen solche Decks sidet man nicht. Man sidet gegen Decks, die halt in der Meta erwartet werden. So Sachen wie Spiral oder Pendulum-Magier oder irgendwas in der Art, was halt wirklich häufig gespielt wird, oder ABC oder Trickster oder Invoked. Das macht mehr Sinn, gegen sowas zu siden. Aber gegen Lightsworn bereitet man sich nicht unbedingt vor, also nicht so sehr. Und dann kassiert man trotzdem diesen einen Lose und verliert dann deshalb das Turnier. Und das ist halt unfassbar ärgerlich, weil darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Wenn du dich darauf vorbereitest und dann nicht gegen Lightsworn spielst, hast du verloren dieses Turnier, weil du dann einfach nicht gegen die wichtigen Decks siden kannst, die halt häufiger da sind.
Und das ist halt so ein bisschen die Krux. Du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten, dagegen zu verlieren, weil es passiert einfach, unerwartet. Und es gibt ja auch nicht nur ein Deck mit diesem Problem. Ich meine, es gab ja auch schon Mermail eine ganze Weile lang, das ziemlich hart eskaliert ist. Es gibt auch so Sachen wie Grenmage oder Aizer OTK. Ich habe auf der YCS zum Beispiel jemanden zum ersten Mal im Real Life gesehen, einen anderen Yu-Gi-Tuber, und der hat dort gegen Grenmage oder Aizer OTK verloren, mit seinem Meta-Deck, weil er einfach unfassbar viel Pech hatte. Und das sind einfach Losses, die unfassbar unverdient sind, weil er eigentlich gut gespielt hatte, ja? Und das ist so ärgerlich, weil solche Decks laufen mittlerweile so häufig rum, diese verdammten OTK-Decks, die einfach manchmal alles haben. Ich rede heute nicht nur von Lightspawn. Lightspawn ist heute nur das Beispiel, ganz wichtig, Leute. Also nicht falsch verstehen, ich möchte heute nicht nur auf Lightspawn rumhacken, es geht mir um alle Decks, die so aufgebaut sind. Um diese Engine-Haufen, die einfach manchmal Spiele gewinnen. Und dagegen sollte man was tun. Man sollte eine Engine nicht so stark werden lassen, beziehungsweise einen Haufen. Man muss generische Karten härter angehen, darum soll es heute gehen. Einfach irgendeine Möglichkeit finden, um generische Karten etwas mehr einzuschränken. Weil wir haben jetzt schon das Kartenspiel hier eine ganze Weile lang und man darf theoretisch alle Karten spielen, die jemals rauskamen im TCG, die halt nicht verboten sind. Und es kommen halt immer mal wieder generische Karten. Und diese ganzen generischen Karten schließen sich irgendwann zu einem Cluster zusammen und dieses Cluster bezieht sich dann auf ein kleines Themengebiet, wie beispielsweise Mill, und das ist dann ziemlich heftig. Und dann muss man aus diesem Cluster irgendwie 3-4 Karten verbannen, um das wirklich wieder gut zu balancen. Weil es gibt halt auch 1000 Alternativen. Ich meine, wenn du jetzt dem ganzen Lightspawn-Haufen eine Karte wegnehmen würdest, dann würde man wahrscheinlich schnell eine andere Karte finden, die den Job relativ gleich gut macht oder halt ein bisschen schlechter, und dann wäre der Hit wahrscheinlich nicht genug. Und wenn man gut zieht, hätte man nach wie vor einen Insta-Win. Nun könnte man sagen, okay, bei Lightspawn kann man einfach Fairy Tail Snow hitten und brillante Fusionen und das Deckthema wäre kein Problem mehr. Okay, sehe ich ein. Lightspawn kann man vielleicht noch irgendwie eindämmen. Aber dann haben wir noch andere Problemzonen, beispielsweise Burn, ja? Chain Burn ist im Endeffekt genau dasselbe. Denn hier kannst du auch manchmal gut ziehen und dann in einem OTK den Gegner wegpusten, ohne dass er was tun kann. Und er kann nichts dagegen siden, weil die ganzen Side-Karten für die Metadecks draufgehen, die man halt auskontern möchte. Und dann verliert man plötzlich zweimal gegen Chain Burn und ist aus dem Turnier rausgeflogen, weil man nichts dagegen machen konnte. Das heißt, dagegen müssen wir auch was machen. Und dann haben wir noch so Decks wie Mermail, die auch manchmal gewinnen können. Die sind jetzt aber gerade nicht so schlimm. Zumindest aktuell nicht. Aber wir haben noch viele andere Sachen. Einfach OTK-Decks, die als Haufen so viel aufbauen können in einer Runde. Ich will gar nicht alle aufzählen. Es gibt so viele Decks, die das können. Und da können viele Decks einfach nicht mithalten, wenn sie normal ziehen. Und dieses Normalziehen passiert halt häufig. Und das Schlimme ist, wenn du diesen Spam-Decks dann eine wichtige Engine wie die Brillante Fusion wegnimmst, dann sind diese Decks tot, ja? Die sind ja nicht irgendwie ein bisschen schwächer, wie normalerweise nach einem Hit eines Themas, nein, die sind einfach tot. Die können überhaupt nicht mehr competitive eingesetzt werden, weil das ihre Winning Condition war. Und das ist halt dann ein richtiges Problem, weil willst du die Decks dann wirklich töten? Willst du sie wirklich unspielbar machen oder willst du sie quasi als Rogue-Decks drin lassen und halt manchmal Spiele gewinnen lassen, was dann aber wieder dem Turnier schadet? Also es gibt da nicht wirklich eine gute Lösung für. Im Endeffekt hat Konami sich da selbst ein bisschen was verbaut, indem sie einfach immer wieder gute generische Karten reingebracht haben ins Spiel, die man zusammen als Cluster spielen kann. Und jetzt gibt es halt diesen Mill-Cluster mit Lightspawn, es gibt den Burn-Cluster mit Chainburn und Simoshi-Burn und so weiter. Und dann gibt es noch ganz viele andere Cluster in anderen Bereichen, die einfach nur krasse Decks bilden, die manchmal Insta-Wins erzielen. Und von so Karten wie Soul Charge oder Nachbarsgras ist grüner will ich gar nicht erst anfangen, ja? Das sind auch komplette Insta-Win-Karten, die manchmal Spiele gewinnen, manchmal aber auch nicht, ja. Und naja, das ist ein Problem, das wir aktuell so ein bisschen facen müssen. Ich würde da gerne mal eure Meinung zu hören, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo sich schon einige Leute drüber aufgeregt haben, wenn sie halt gegen sowas spielen müssen. Aber auf dem Turnier hast du es halt da manchmal in der Fresse und da musst du damit klarkommen. Und wenn du kein Out hast, dann hast du verloren. Also schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann könnt ihr mir auch gerne noch weitere Themen in die Kommentare schreiben, über die ich mal reden sollte. Denn es gibt noch einige solche Diskussionsthemen, die ich mal angehen möchte in der nächsten Zeit. Ich habe ja schon öfters mal solche Videos hier gemacht und ich finde die immer sehr passend, wenn ich gerade einen guten Anreiz dazu habe. Wie gesagt, ich war halt auf der YCS Bochum, wo ich dieses Lightspawn-Deck gesehen habe, was für mich ein gutes Beispiel war für dieses Video. Deswegen konnte ich das jetzt gut argumentieren. Und ich habe es jetzt auch mal selbst vorgestellt auf dem Kanal, deswegen ist es gerade recht gut. Vom Kontext her auf dem Kanal, da ich so ein Video bringe. Und wenn bei anderen Themen auch mal so eine Situation eintritt, kann ich die auch mal ansprechen. Und dann gibt es auch ein Video dazu. Also schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare und dann achte ich mal so ein bisschen drauf, ob sich das irgendwann mal anbietet.
Und ansonsten auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist das letzte Diskussionsvideo. Deswegen schaut doch mal rein. Bis bald. Tschüss.